Der ultimative Test Teil 7. Richtig gesehen, hier ist Benz. Es ist inzwischen 5:05. Oh, Achtung, liebe GS-Fahrer, nicht die 3,5 Tonnen überschreiten und Vorsicht vor Glatteis, ab hier wird nicht mehr gestreut. Oh, schade, hier geht's schon wieder mit Asphalt weiter.
dieser Stelle kreuzen wir die L57. Einige hundert Meter müssen wir also abfahren, um den Wiedereinstieg zur rechten Seite zu finden. Was mich ja begeistert, trotz der Asphaltstrecke, ist dieses wunderschöne grüne Tunnelfahren. Immer wieder diese Lücken, wo man unglaublich weit über die Felder schauen kann. Sehr schön. An dieser Stelle habe ich mich wieder entschieden, nicht dem Ted zu folgen, sondern parallel einen Weg zu suchen. Und der ist, wie ihr seht, wirklich schöner als wieder Land- und Bundesstraße zu fahren. Kleine Warnung am Rande, dieser Abschnitt ist nach einem Regentag durchaus mal anspruchsvoll zu fahren, mit schön viel Matsch.
dieser Stelle überfahren wir die B76. Das bedeutet, dass wir relativ nah an der A1 schon sind und parallel zur A1 Richtung Lübeck fahren. Wie ihr seht, blendet die Sonne sehr stark, das heißt, wir fahren westwärts. Gleich zu linken wird ein neuer weiterer Einstiegspunkt sein. Und das war es auch schon wieder. Ein knapper Kilometer unpaved. Weiter im nächsten Teil. Bis dann. Ciao.